was er dazu kommt, zu einem Cliffhanger. Und bevor wir mit dem Video anfangen, ich weiß, ich habe eine Woche lang schon kein Video gemacht, aber es ist egal, denn ich mache wieder jetzt Videos, jeden zweiten Tag oder jeden Tag, und ich habe meinen Merch an, Leute, also gerne unten in der Videobeschreibung abchecken, den Link zu meinem Merch, der beste Merch der ganzen Welt. Goes jetzt raus. Ich fange einfach an mit dem IQ-Test. Wie gut bin ich? Wie gut seid ihr? Ihr könnt gerne mitmachen. Ich fange an, es ist ein IQ-Test von Teste dich und let's go. Wenn A mal B gleich 48 ist und A minus B gleich 8, welchen Wert haben A und B? Wenn A mal B gleich 48 ist, das heißt 12 mal 4. Ohuhu. Ohuhu, Digga, jetzt bin ich aber da. A 12, B 14, ja, ich bin so gut. Das ist ja eine erste Antwort. Es geht weiter. Konzert zu Dirigent. Hallo, keine Werbung. Konzert zu Dirigent ist wie Film zu. Oh fuck. Konzert, Dirigent ist ja der, der das Konzert, sagen wir mal. Das heißt, dann schau. Nee, sag Regisseur. Muss eigentlich sein. Ah, auch schöne Anzeige. Sehr schön. Kaufen sich jetzt den neuen, das neue Bügeleisen. 2600 Watt. Das allerbeste Bügeleisen der Welt. Genau, jetzt rück ich noch drauf. Also, erste Frage. Führen Sie die Zahlenreihenfolge fort. 3, 5, 8, 13, 21. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Sagen 29. Keine Ahnung, Leute. Also, ihr könnt ja, wie gesagt, gerne mitmachen. Egal, mehr bestellen. Hab ich schon 8-mal gesagt, egal, Leute. Gerne bestellen. Welches Wort gehört nicht dazu? Verächtlich. Verunglimpfend. Ja, wahrscheinlich abwertend. Du bist mit deinem Boot auf einem See und hast den Anker im Wasser. Wenn du den Anker einhaust, sinkt er oder steigt er im Wasserspiegel? Was ist der Wasserspiegel? Wenn du den Anker einhaust, sinkt oder steigt der Wasserspiegel? Wenn ich ihn wieder reinhole, dann singt er da wahrscheinlich, oder? Oder bleibt er gleich? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Er bleibt wahrscheinlich gleich. Ich mach, der bleibt gleich. Soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder was? Welches Meerestier gehört nicht dazu? Karpfen, Hai, Thunfisch, Wal, Zander. Jeder ist ein Fisch. Haie und Wal sind große Fische. Wen kann man nicht essen? Man kann jeden essen. Hm. 2000 Jahre später. Wal ist der größte von allen, sagen wir, ich keine Ahnung. Farbe zu blinden Hai. Farbe zu Blindheit wie Ton zu. Musik oder was? Farbe zur Blindheit. Farbe zur Blindheit ist wie Ton zur Taubheit dann wahrscheinlich. Digga, was ist das für eine Frage? Aussage zur Lüge ist wie Urkunde zu Notar wahrscheinlich. Ach, Matheaufgabe. Let's go. Ein Leiter hat 20 2 cm dicke Sprossen. Wenn die einzelnen Sprossen jeweils 3 cm Abstand haben und es von den Enden bis zur ersten bzw. letzten Sprosse ebenfalls 3 cm sind, wie lang ist dann die Leiter? Okay, Google. Eine Leiter hat 20 2 cm dicke Sprossen. Wenn die einzelnen Sprossen jeweils 3 cm Abstand haben und es von den Enden bis zur ersten bzw. letzten Sprosse ebenfalls 3 cm sind, wie lang ist dann die Leiter? Ich habe das nicht genau verstanden. Ach, Digga.
6:30 ist es mir doch egal. Es kann nicht nur 6:30 sein. Ich sage so 6:10. Welche Lampe leuchtet am kräftigsten? Lampe A leuchtet nicht so kräftig wie die Lampe B. Lampe B leuchtet kräftiger als die Lampe C. Lampe D leuchtet genauso kräftig wie die Lampe C. Kräftiger als die Lampe D. Ja, B wahrscheinlich. Ja, B. Easy cheesy. Marathon zur Ausdauer ist wie Feuer zu Rauch. Easy cheesy. Heute ist Donnerstag. Welcher Tag ist 6 Tage nach vorgestern? Heute ist Donnerstag. Das stimmt schon mal nicht. Heute ist Sonntag. Aber wenn heute Donnerstag wäre, welcher Tag ist 6 Tage nach vorgestern? Heute Donnerstag, vorgestern. Gestern wäre Mittwoch gewesen und vorgestern wäre Dienstag gewesen. Das heißt, Dienstag, 6 Tage nach vorgestern. Das heißt, Dienstag haben wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Montag. Montag dann wahrscheinlich. Wenn Ostern auf Pfingsten fällt und Weihnachten nach Ostern ist, stimmt es dann zu sagen, Pfingsten ist vor Weihnachten? Wenn Ostern auf Pfingsten fällt und Weihnachten nach Ostern ist, wenn Ostern auf Pfingsten fällt und Weihnachten nach Ostern ist, stimmt es dann zu sagen, Pfingsten ist vor Weihnachten? Wenn Ostern auf Pfingsten... Pfingsten ist doch ein Tag nach Ostern, oder wie? Und Weihnachten nach Ostern ist... Nee, das stimmt ja nicht. Weihnachten ist vor Pfingsten dann. Oder wann ist Pfingsten normal? Ich sag, Weihnachten ist nach Pfingsten, das stimmt nicht. Weihnachten ist nach Pfingsten. Alter! Welchen Begriff kann man analog zum Begriff logisch verwenden? Klar. Oder einleuchtend. Einleuchtend. Welchen Begriff kann man analog zum Begriff reduzieren verwenden? Verringern. Welchen Begriff kann... Ach, komm. Primitiv, was ist das? Einfach. Morgen ist der 6. Tag nach Freitag. Welcher Tag war gestern, Alter? Ich flippe hier aus. Morgen ist der 6. Alter, jetzt war mal ein bisschen kalt hier. Morgen. Morgen ist der 6. Tag nach Freitag. Morgen ist der 6. Tag nach Freitag. Also. Der 6. Tag nach Freitag wäre. Samstag, Sonntag. Samstag, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Aber morgen ist Donnerstag, heute ist Mittwoch. Dienstag, Alter. Ha! Weihnachten, ja, wahrscheinlich war Weihnachten. Eine Schnecke in einem 3 Meter tiefen Brunnen beginnt morgens damit, jeden Tag 1 Meter hoch zu klettern. Okay, jeden Tag 1 Meter hochklettern. Und in jeder Nacht wieder 0,8 Meter runter zu rutschen. Wie lange brauchst du, um heranzukommen? Am 4. Abend ist sie draußen. Also. Eine Schnecke ist an jedem ist in einem Tiefsprung morgen mit jeden Tag einmal oder und jeder nach wieder. Alles klar, das heißt, ersten Abend ist sie bei 0,2, zweiten ist sie bei 0,4, bei 0,8, bei 0,10. Also mal, am ersten ist sie bei 0,2, 0,4, 0,8, 0,10, also 1. 1,20, 1,40, 1,60, 1,80, 2. Da ist jetzt schon der 9. Dann 2,20 ist der 10. 40, 60, 80, 24. Alles klar, also am 11. Abend wahrscheinlich. Welcher Begriff gehört nicht dazu? Arzt, Professor, Doktor, Professor. Welcher Begriff gehört nicht dazu? Kanada, China, Mexiko, Afrika, Afrika. So, Leute. Jetzt kommen nach ganzen 10 Minuten die Ergebnisse. Ich bin gespannt, was ich habe. Vielleicht bin ich auch der allerkrasseste Albert Einstein eigentlich gewesen. Und habe es richtig gemacht. Wir mal gucken. Let's go. Schon nicht schlecht, doch da geht auf jeden Fall noch mehr. Jetzt hast du erst einmal die knapp die Hälfte der Fragen direkt beantwortet. Schau dir das Quiz am besten leicht von vorne und schau nochmal nicht auf die Antworten. Ich bin sicher, du fällst schon leicht an die Antworten. Wenn deine Kurs schätze ich auf 100 bis 5, also von 100 bis 105. Mein IQ, 100 bis 105. Was im guten Deutsch liegt. Ja, wahrscheinlich. Okay, zeig mal die Antworten, die richtig waren.
Eine Antwort war richtig, ja, das ist auf jeden Fall, das war, weiß ich. Das war richtig, ja. Begründung für die, ja gut, weiß ich so, okay, genau. Was war die Begründung jetzt? Desmond 8, 5 plus 8, oh, what? Ja, wahrscheinlich. Welche Begründung ist Blumen begründet, Blumen so, ich war daneben lief. Belastend. Du bist immer der, diese falsche, was meine ich, was wird. Der Wasserspiegel steigt, wenn ich den Anker rausnehme? What the fuck? Welches Meerestier bin ich? War das ein Säugetier? Ja, meine Begründung war, weil er der allergrößte ist. Farbe zu blenden ist wie, ja, das ist ja richtig. Aussage zur Urkunde ist wie Urkunde zur Fälschung. Das ergibt wieder gar keinen Sinn. Begründung 20, ja, ist mir nicht ganz egal. Barbeum wahrscheinlich richtig, ja. Brennstoff? Marathon zur Ausdauer ist wie Feuer zu Brennstoff. Oh, das stimmt. Ja, Montag war ja richtig. Das stimmt? Wann ist Pfingsten? Wenn Ostern auf Pfingsten fällt und Weihnachten nach Ostern ist, bestimmt ist das sozusagen. Also, wenn Ostern auf Pfingsten fällt, also Ostern ist Pfingsten und Weihnachten nach Ostern ist. Oh. Stimmt. Das war's hier aber wirklich komplett. Das verstehe ich nicht. Okay, das war richtig. Aber, oh. Easy cheesy. Viel mehr Fragen beantwortet, Alter. Welcher Begriff gehört nicht dazu? Arzt ist kein Akademiker. Ja. Ja, schön. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach dumm. Haut rein. Ciao.